Für mehr Durchblick sorgten die Fensterputzer draußen am Abgeordnetenhaus. Drinnen ist für die Ampelfraktion das Bild klarer geworden. In einer eiligen gemeinsamen Erklärung werfen SPD, FDP und Grüne Paul Demokratiefeindlichkeit vor. Im Artikel, der ihm sozusagen zugeordnet wird, hat er sich ganz klar auch verherrlichend zu einer Person geäußert, die ganz klar der gewaltbereiten Rechtsextremen zuzuordnen ist. Und der auch, diese Person ist auch in der rechtsextremen Szene eine Person, die glorifiziert wird. Und wenn man dazu einen Artikel schreibt, dann ist das schon ein erheblicher Akt, der auch eine demokratiefeindliche Einstellung zeigt. Erste Konsequenz: Paul soll als Vorsitzender des Medienausschusses abgewählt werden. In dieser Funktion ist er als Repräsentant des Landtags und damit als Ausschussvorsitzender nicht mehr tragbar. Die Vorwürfe haben eine solche Dimension, dass sich auch die AfD-Fraktion zu ihrem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden umgehend, umfassend und inhaltlich äußern muss. Die morgen anstehende Sitzung des Medienausschusses ist abgesagt. Eine Sondersitzung wird vorbereitet. Falls Paul die Vorwürfe nicht entkräfte, hält auch die CDU eine Abwahl für denkbar. Die Beweislage scheint erdrückend gegenüber Herrn Paul. Und das lässt natürlich seine Äußerungen im Medienausschuss in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ja, es hat den Anschein, dass er gelogen hat. Und das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, der hier im Raum steht. Die AfD-Fraktion kündigte morgens ein Interview an, verbreitete nachmittags aber nur Pauls Stellungnahme. Auf Twitter reagierte der Landesvorsitzende der AfD-Jugendorganisation. Er wirft den Medien unbelegte Propaganda vor.